Die sogenannte Flüchtlingskrise ist wohl aktuell das Thema, das unsere Gesellschaft mit am meisten beschäftigt. Vor allen Dingen viele Menschen aus Syrien suchen Zuflucht in Europa. Unter ihnen auch Studierende, oft ohne Dokumente oder Zeugnisse. Diesen soll in Zukunft an unserer Universität der Einstieg erleichtert werden. Wie das aussehen soll, Juliane Kuckuck hat sich für uns schlau gemacht. Millionen Menschen sind europaweit zurzeit auf der Flucht. Auch nach Mainz kommen viele. Unter den Flüchtlingsströmen nach Deutschland sind auch viele junge Syrer, Studierende auf der Suche nach einer Perspektive. Professor Günther Meyer, Geografieprofessor und Experte für den Nahen Osten an der Universität Mainz, weiß, warum diese jungen Männer und Frauen zu uns kommen. Der Bürgerkrieg in Syrien hat mittlerweile mehr als 250.000 Menschenleben gekostet. Es sind 8 Millionen Binnenflüchtlinge innerhalb des Landes, die ihre Heimat verloren haben, die keinerlei Perspektive haben. Ende des Krieges ist für sie nicht absehbar. Und wenn dann auch noch das Angebot kommt, in Deutschland werden wir mit offenen Armen aufgenommen, dann bedeutet das, dass viele sich auf den Weg machen. Schon vor der großen Flüchtlingswelle gab es 100 syrische Studierende in Mainz, vor allem in den Naturwissenschaften. Und auch für die, die jetzt kommen, gibt es viele Gründe, ihre Heimat zu verlassen. Es sind sicherlich sehr viele Studenten dabei, vor allem unter denjenigen, die jetzt gerade ankommen. Die sind auch in dem Alter, wo eine Zwangsrekrutierung durch das Regime droht. Das heißt, einerseits die Verheißung, wir bekommen dort einen Studienplatz in Deutschland, wir können dort leben. Andererseits die Drohung, wir werden vom Militär eingezogen. Das führt dazu, dass jetzt gerade in den letzten Wochen die Zahl der potenziell Studierenden oder Studierwilligen sehr stark angestiegen ist. Der Bildungssektor leidet sehr unter dem Krieg in Syrien. Bei Bombenangriffen zur Universität zu gehen, ist kaum möglich. Die Universitäten in Syrien funktionieren zum größten Teil noch. Aber die Qualität der Ausbildung hat sich dramatisch verschlechtert unter den Kriegsbedingungen. Manche der Universitäten sind durch Bombenanschläge teilweise zerstört worden. Viele der Professoren sind im Ausland. Das heißt, die Qualität der Ausbildung, die einstmals vor Beginn des Krieges eine Spitzenposition in der arabischen Welt hatte, ist jetzt ganz weit unten. Die Universität Mainz arbeitet zusammen mit dem Bildungsministerium Rheinland-Pfalz an einem 5-Punkte-Plan, der den Flüchtlingen das Studieren erleichtern soll. Zu den 5 Punkten gehören auch Aufnahmetests und Eignungsprüfungen, damit auch Studierende eine Chance haben, die auf der Flucht ihre Zeugnisse verloren haben. Die Bewerbungsabläufe sollen komprimierter und unbürokratischer sein. Ab Februar 2016 soll es dann erste Sprachkurse an der Universität Mainz geben. Die Uni Mainz kann relativ wenig tun, denn diejenigen Studierenden, die hier jetzt anfangen, die haben im Regelfall ein Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. 5.000 hatten sich beworben, 223 wurden ausgewählt und verteilt auf alle deutschen Universitäten. Das heißt, zusätzliche Angebote der Universität sind sehr willkommen. Man bemüht sich sicherlich auch darum, aber wie das funktioniert, da müssen wir erst noch abwarten. Dabei nimmt Deutschland nur einen kleinen Teil der syrischen Flüchtlinge auf. Seit 2011 hat Deutschland gerade einmal 7% aller syrischen Flüchtlinge aufgenommen. Die Türkei dagegen 42%. Der Libanon 27. Trotzdem befürchten einige Menschen, dass unter den Flüchtlingen auch IS-Kämpfer sind, die sich nach Deutschland einschleichen wollen. Aber wie wahrscheinlich ist das wirklich und könnten möglicherweise auch Universitäten betroffen sein? Das ist außerordentlich unwahrscheinlich. Es ist zwar gerade berichtet worden, dass aus Tunesien ein IS-Kämpfer in Italien abgewiesen worden ist, aber das ist die ganz große Ausnahme. Es gibt ganz andere Möglichkeiten, mit Pässen einzureisen für IS-Kämpfer, um hier tatsächlich Anschläge auszuüben. Das ist in Paris deutlich geworden. Nicht Syrer, sondern Franzosen und Belgier sollen die Attentate begangen haben. Wenn wir solche Bilder sehen, dann sollten wir vor allem eins: humanitäre Hilfe leisten und denjenigen, die vor dem IS fliehen, größtmögliche Integrations- und Bildungschancen bieten.